armes Deutschland. Mehr als 6 Millionen Menschen leben von Hartz IV. Viele suchen händeringend nach einem Job. Andere legen die Hände einfach nur in den Schoß und leben munter auf Staatskosten. Ich kann auch gleich beim Jobcenter bleiben und da sagen, da werde ich alt. Das ist halt besser, als wenn man den ganzen Tag zu Hause sitzt und nichts tut. Lieber viel Arbeit für wenig Geld oder gleich Stütze kassieren? Wir wollen wissen, lohnt sich Arbeit in Deutschland? Ja, ich tue so immer, wenn ich täglich arbeiten gewesen bin, immer ein paar Cent in meine Sparbüchse. Als Hartz-IV-Empfänger sollte man sich mal was gönnen und Spaß haben. Man gönnt sich in dem Sinne sonst nichts. Solingen bei Düsseldorf. Seit 9 Jahren sind Sabine Stutenbecker und Horst Diek zusammen und wissen ganz genau, was sie nicht wollen. Mein Name ist Sabine. Ich bin Horst. Wir leben vom Hartz IV. Wir haben im Monat 587 Euro zum Leben. Für das Geld, was ich vom Amt bekomme, würde ich nicht arbeiten gehen. Für den Mindestlohn von 8,50 Euro mache ich mir nicht die Knochen kaputt. In dieser 60 Quadratmeter Wohnung lebt das Paar seit mehreren Monaten. Obwohl das Amt die Miete übernimmt, fehlt für passende Möbel das Geld. Doch arbeiten gehen ist für die beiden keine Option. Morgen, mein Engel. Kaffee? Ja, der ist angebracht. Ja. Oh, da kann ich mich schnell dran gewöhnen, nur aufzustehen, wie ich will. Ja, sicher. Da habe ich kein Problem mit. Wann seid ihr das letzte Mal um 6 Uhr aufgestanden für einen wirklichen Termin? Wie ich das letzte Mal zum Jobcenter um 8 Uhr sein musste. Seit 1,5 Jahren ist Sabine arbeitslos. Zeit für Ordnung zu sorgen hätte sie da genug. Doch es gibt ein Problem. Aber wir wohnen jetzt schon ein halbes Jahr hier. Ja, wollen wir nicht alles auspacken, wenn wir auch keine Schränke und Regale haben? Wir haben einen Antrag gestellt beim Jobcenter für Renovierung. Da kam auch einer raus, hat geguckt. Ja, eine Woche später kriegt man den Brief, uns wurden nur 91 Euro genehmigt. Und Möbelgeld haben wir nicht gekriegt mit dem Argument, es ist ja nicht Ihre erste Wohnung in Solingen. Sie haben ja Möbel, Sie können die ja alle mitnehmen. Richtig. Ja, nur, dass da teilweise Möbel waren, die waren viel zu groß für die Wohnung. Große 2-Meter-Schrank kann man hier schon mal gar nicht einbauen. Das heißt, die 90 Euro habt ihr euch gedacht, für die Renovierung macht es eh keinen Sinn. Also habt ihr das quasi zum Leben genutzt. Ja, es bildet sich dann an, hört auf, was zum Rauchen zu holen. Genussmittel sind ihnen wichtiger, also findet sich das Paar lieber mit der baufälligen Wohnung ab. Dabei sind fehlende Schränke und Tapeten nicht mal das größte Problem. Also momentan ist die Badsituation ziemlich bescheiden, weil A, kein Strom. Und dann war ich so dumm, hab das den Wasserrohr verstopft. Wir hatten die Tage, hatten wir gestern oder vorher so Grünkohl gemacht. Und da war noch ein bisschen über dem Topf und da hatte ich zu meiner Freundin gesagt, ihr sollt da Wasser rein und in die Toilette entsorgen. Sie hat wahrscheinlich nicht gehört und hat es dann in ein Waschbecken geschüttet und jetzt ist sie halt das Waschbecken unten verstopft. Dann haben wir keinen Strom, kein warmes Wasser und die Stadtwerke kommen uns ja auch nicht entgegen. Ja, und dann gibt es halt eben nur mit kaltem Wasser, entweder eine Katzenwäsche, eine kalte Dusche oder ich verzichte auf die kalte Dusche, mache nur die Katzenwäsche und gucke, dass ich bei Bekannten, Freunden mal warm duschen kann. Kalt zu duschen oder Geschirr abzuspülen, das hält die 44-Jährige für unhygienisch. Deshalb lässt sie es lieber. Eine Besserung der Lage ist nicht in Sicht. Den Strom haben die uns vor 3 Wochen abgestellt. Das liegt aber daran, weil wir vorher mal einen Fremdanbieter hatten. Wir haben 2-mal nicht bezahlt, weil wir es vergessen haben. Oder und wenn er da mal keine Zahlung eingeht, mehrere Male, 2-mal oder so, dann schicken die auch keine Mahnung oder so raus, schicken alles direkt zum Grundversorger. Und die haben natürlich einen höheren Tarif wie die Fremdanbieter. Und aufgrund dessen wurde der Strom gesperrt. Weil 2-mal die Stromrechnung nicht gezahlt. Wir hatten zwar über Jobcenter alles versucht, hin und her. Die haben nachher die Gaskosten, die haben die übernommen, aber den Strom, die 492 Euro, die noch offen sind, die haben die nicht übernommen. Beschissene Situation im Wohnen. Und da jetzt von der alten Wohnung auch noch ein bisschen zugelaufen ist, ist die Rechnung jetzt mittlerweile ja knapp bei 700-800 Euro. Ne? So, Wasser kocht. Not macht erfinderisch. Gaskocher, Teelichter oder das Glimmen der Zigarette sorgen wenigstens für etwas Wärme. Doch Horst reicht das alles nicht. Ich finde die Situation auch nicht gerade angenehm. Mit unserem Hartz IV kommen wir auch nicht wirklich weiter mit, ne? Ja, die wollen das Geld ja auf einmal haben. Wenn wir jetzt jeden Monat den 100er auf Seite packen, aber dann haben wir in 8 Monaten die 800 Euro da liegen. Aber in den 8 Monaten hängen wir trotzdem noch hier ohne Strom. Weil die Stadtwerke machen nicht eher den Zähler auf, bis wir den Strom bezahlt haben, komplett. Weil Ratenzahlungen haben die eigentlich abgelehnt, komplett. Mietkosten übernimmt das Jobcenter, wenn der Satz nicht so hoch ist. Doch für den Stromverbrauch müssen Hartz-IV-Empfänger selber aufkommen.
was bringt dann, wenn wir jetzt von halt 400 oder 200 oder 300 Euro wegtun? Umso weniger haben wir nachher zum Leben. Beim Jobcenter Lebensmittelgutscheine ist zwar schön und gut, aber wir haben auch was zum Rauchen. Und was dürft ihr von den Lebensmittelgutscheinen nicht kaufen? Da dürfen wir keine Tabak, also Rauchwaren, keine Pfandflaschen. Wir möchten ja weiterhin rauchen. Ich rauche seit meinem 9. Lebensjahr. Das heißt, seit dem 16. Das heißt, für die Stromproblematik habt ihr jetzt im Moment keine Lösung? Jetzt im Moment nicht. Die Ärmel hochzukrempeln und sich einen Job zu suchen, das kommt ihnen nicht in den Sinn. Aber von Zigaretten wird man nicht satt. Der Hunger meldet sich und im stromlosen Kühlschrank herrscht Ebbe. Naja, ich glaube, wir müssen uns einfallen lassen, wo wir hingehen. Oh, der. Ja. Du kannst eine Scheibe Brot haben. Aber so Hunger habe ich auch nicht darauf. Nee, bringt nichts. Dann gucken wir gleich mal in die Stadt. Fischkonserven und Dauerwurst wecken bei den beiden keine Begeisterung. Sie sehen nur die Möglichkeit, sich auswärts mit Essbaren zu versorgen. München. Nirgendwo sonst in Deutschland ist das Leben so teuer. Die Mieten liegen 65% über dem Bundesschnitt. Nur der Hartz-IV-Satz ist überall gleich. Ich bekomme Hartz IV, will aber trotzdem über die Jobbörse arbeiten gehen. Ich bekomme etwa 254 Euro im Monat. Andreas Ensch ist sich für nichts zu schade. Es gibt keinen Job, den der 46-Jährige nicht schon gemacht hat oder machen würde. Seit 11 Jahren lebt der gelernte Betriebsschlosser in München. Und jeden Morgen heißt es für ihn, aufstehen. Trotz Arbeitslosigkeit. Denn Andreas stellt sich für die sogenannte Sofortvermittlung zur Verfügung. Eine Art modernes Tagelöhnertum. Es treibt mich an, aufzustehen, um diese Tagesjobs zu tätigen, weil ich halt den Leuten zeigen will, dass ich immer noch was drauf habe, mich nicht unterkriegen lasse und trotzdem versuchen möchte, irgendwann wieder aus Hartz IV rauszukommen. Ja, damit muss man halt rechnen, dass man auch ab und zu mal keinen Job bekommt. Trotzdem tue ich immer meine Utensilien einstecken, damit ich gut gerüstet bin und dann nicht zu deutschnackig dastehe. Die Tagesjobvermittlung ist ein Service des Jobcenters in München und wird auch in anderen deutschen Großstädten angeboten. Was packst du da jetzt noch ein? Das sind Bewerbungsunterlagen, falls man ja mal in eine feste Firma reinkommt. Auch wenn es nur ein Tagesjob ist, suchen ja manchmal Firmen trotzdem Arbeitskräfte. Und da kann man schon mal sagen, ich habe schon mal Bewerbungsunterlagen mit dabei. Andreas ist gerüstet. 20 Mal im Monat geht er zur Job-Sofortvermittlung. Nur 5 Mal im Schnitt klappt es auch mit der Beschäftigung für einen Tag. Aber Andreas bleibt tapfer und gibt nicht auf. Es lohnt sich halt nicht immer, hierher zu kommen. Aber es ist halt besser, als wenn man den ganzen Tag zu Hause sitzt und nichts tut. Und von dem Geld, was ich vom Arbeitsamt bekomme, kann man halt nicht leben. Deswegen versuche ich halt immer, hier das Beste daraus zu machen und einen Job zu bekommen. Ab 6 Uhr morgens wartet Andreas täglich auf Angebote. Egal ob Regale aufbauen, Baustellenhilfe oder Umzugshelfer, er nimmt alles an. Arbeitgeber kommen entweder persönlich und holen sich Leute ab, ja, und melden sich halt dann auch neu an zum Beispiel. Oder die können anrufen auch, schicken Sie mir bitte 1, 2 Leute für 1, 2, 3 Tage an die und die Stelle. Dann machen wir Fahrplan und alles und dann suchen wir halt entsprechende Leute raus. Und dann geht's los. Brigitte Buchfellner ist die gute Seele der Sofortvermittlung. Andreas' Hoffnungen ruhen auf ihr allein. Hat sie heute einen Job für ihn? Oder war der Weg umsonst? Werkzeuge warten und reinigen. Wie meistens, gell? Okay, und geht ein Tag, oder? Genau. Ist ein Tag. Okay, dann schicke ich den Arbeiter nachher gleich los. Und der meldet sich dann bei Ihnen, gell? Okay, alles klar. Ja, gerne. Tschüss. Okay, ich schicke jetzt einen Mann zu Verleinix, der Maschinen reinigen tut, der sich ein bisschen auskennt mit Maschinen. Und da gehe ich jetzt raus und suche einen raus. So, die Firma Verleinix braucht einen Arbeiter. Und zwar Werkzeuge warten und reinigen für 10 Euro die Stunde für einen Tag. Herr Ensch, Sie kennen sich, glaube ich, gut aus, ne, mit Maschinen. Schauen Sie mal vor, bitte. Werkzeugwartung. Da ist der gelernte Betriebsschlosser Andreas in seinem Element. Heute
ist ein guter Tag. Also ich habe heute ca. 2 Stunden gewartet, bis der Job reingekommen ist. Aber ich bin froh, dass es geklappt hat. Okay, dann viel Spaß. Ja, danke. Tschüss. In Solingen treibt der Hunger Sabine und Horst auf die Straße. Ihr Kühlschrank steht leer, wäre aber sowieso nicht zu gebrauchen, denn der Strom in ihrer Wohnung ist abgestellt. Also ich habe so die Einstellung, man sollte sich zwischendurch im Allgemeinen mal was gönnen, als immer nur zu sparen. Man muss ja nicht nur immer am Discounter hängen bleiben oder nur zu Hause. Willst du mir essen? Ja. Ja. Dann haben wir 5,98. Sabine ist seit 18 Monaten arbeitslos. Horst hat seit 9 Jahren nicht mehr gearbeitet. Das Paar lebt von Hartz IV. Vom Jobcenter kriegen wir 587 Euro überwiesen. Und uns bleiben mit den Fixkostenabzügen für beide zusammen 400 Euro. Wo wir essen müssen, von trinken müssen, Aufwaren holen müssen. Wenn ihr dann ihr habt so Brötchen gegessen und so, 6 Euro, bereut ihr das, dass ihr, oder habt ihr dann noch mal ein schlechtes Gewissen, dass ihr sagt, so, 6 Euro hätten wir jetzt vielleicht auch für irgendwas anderes machen? Wenn wir sparsam wären, könnten wir für die 6 Euro im Supermarkt oder im Discounter, je nachdem, könnte man knapp eine Woche von leben. Das heißt, 2 Pakete Wurst oder Käse und 1 Paket Brot, das passt schon. Das Pärchen genießt sein Frühstück beim Bäcker, obwohl sich zu Hause die Rechnungen stapeln. Die Lösung für dieses Problem sehen Sie woanders. Also Hartz IV, der Regelsatz, bin ich der Meinung, ganz ehrlich gesagt, das ist zu wenig zum Leben und zu viel zum Sterben. Es könnte ein bisschen mehr sein. Man dürfte mich jetzt nur nicht fragen, welche Summe ich für angebracht halte. Da habe ich mir noch nie einen Kopf drüber gemacht. Aber ich finde, das ist definitiv zu wenig. Deswegen gehen wir auch schon, wie gesagt, Freunden, Bekannten immer mal hin. Ob die uns ein Päckchen Tabak leihen oder halt bei Bekannten mal da was essen. Weil das nicht alles reicht, das ganze Geld. Trotzdem gibt es tägliche Dinge des Alltags, auf die Horst und Sabine nicht verzichten möchten. Gewisse Besorgungen müssen sein eigentlich jeden Morgen. Was zu rauchen. Ja. Sein Päckchen Tabak kostet 5 Euro, um es aufzurunden. Sagen wir mal 7 Euro pro. Ja. Ja. Ja, meine Schachtel Zigarillo 2 Euro. Im Schnitt. Also ich bin ganz ehrlich, ich kann momentan nicht aufs Rauchen verzichten, weil vieles ist auf Frustrauchen. Oder teilweise Langeweile. Aber ja. Langeweile, Frust. Für Tabak gibt das Paar 80 Euro im Monat aus. In diesem Kiosk sind sie Stammkunden. Hallo. Hallöchen. Hallöchen. Und wie geht's euch? Muss, es lübt. Wohin? Was kann ich tun für euch? Ich hätte gerne einmal ein Päckchen Jimbad Halsschwarz und einmal Buffalo Zigarillos. Buffalo Zigarillos? Ja. Du hast kein Geld mehr für Zigaretten? Nee. So, dann sind das 6,70 Euro. Das ist eine Sucht, wie jeder andere auch. Und ich sag mal, Essen, Trinken, Sex braucht jeder und da müssen die Leute halt für zahlen. Das war ja unser letzter Rest. Ja, das ist natürlich scheiße, ne? Da müsst ihr euch monatlich mal ein paar Umschläge machen, ne? Jede Woche einen Umschlag mit 50 Euro. Naja. Ja. Ja, dann habt ihr auch Ende des Monats ein bisschen mehr wie 5 Euro. Was hältst du, wenn du ein paar Stellenannoncen guckst hier? Solinger Tageblatt. Steht da überhaupt noch was drin? Ja, für 4 Tage vielleicht kannst du irgendwo putzen gehen. Ja. Also so putzen ist nicht unbedingt so mein Ding, weil ich kann auch ein kleines bisschen faul sein. Bin ich ganz ehrlich, weil selbst zu Hause kriege ich nicht immer den, auf Deutsch gesagt, den Arsch hoch, um zu putzen. Und dann bei anderen zu putzen, dann ist er noch, schlimmer. Andere Leute sammeln Flaschen und geben uns die hier in Schaden ab, gerade die letzte Woche im Monat. Und gucken, dass sie da ein paar Kröten zusammenkriegen. Und finde ich völlig okay, wenn sie das machen würden. Aber hier hat ja auch noch keiner von den beiden gefragt, ob sie mal hier den Laden putzen können. Das machen wir auch alles selber noch und haben keine Putzfrau. Aber kommt nichts rüber. Rund 600.000 offene Stellen gibt es derzeit in Deutschland. Doch für Horst war in den letzten 9 Jahren nichts dabei. Da sieht man mal, wie wenig du in der Zeitung nach Stellenanzeigen guckst. Da wäre ich an deiner Stelle auch Ende des Monats pleite, wenn du noch nicht mal die Stellenanzeigen findest. Ich bin so ganz ehrlich, wissen, dass ich in der Zeitung gucken kann, weiß ich selber. Und so ein Tageblatt, 1,40 Euro, da ist auch nicht immer denn das Geld für. Glaubst du, dass die beiden nicht arbeiten wollen? Ich denke mal, nein. Ich denke mal, wenn man das Geld so bekommt und nichts dafür tun muss, denke ich mir, dass es dann auch die Bequemlichkeit und auch die Lange der Arbeitslosigkeit ist. Ja, jetzt mit Zigaretten und Tabak in der Tasche, ein bisschen besser geht's eigentlich. Beruhigt doch.